Halli und hallo, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Enslaved. Ja, wir waren hier stehen geblieben beim Herunterlassen des Segels. Ich hatte mir so einen kleinen Cliffhanger erlaubt in der letzten Folge. Und jetzt will ich euch wirklich nicht weiter auf die Folge spannen. Auf die Folter spannen, meinte ich. Wir musstet ja schon auf die nächste Folge warten. Und jetzt lassen wir wirklich das Segel herunter und sehen, was passiert. Ah, da kommen schon die nächsten Max. Die Turbine dreht sich jetzt schon ganz schön schnell, glaube ich. Kann man die Trip das noch anhalten lassen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Geronimo. Wir versuchen einfach mal hier durchzukommen, ohne von irgendwas getroffen zu werden. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Und dann stürzen wir uns dann doch gleich ins nächste Kampfgetümmel. Geh zum Tor zurück und halt dich bereit, wenn die Max reinkommen. Ich werde bestimmt begeistert mich bereithalten. Wir können so viele Stun-Schüsse einsammeln wie möglich. Ich weiß gar nicht, hier sind noch welche. 12. Ich glaube, wir können gar nicht genug haben. Kügelchen. Ich will mal sehen, ob wir uns aufrüsten können. Wie ging denn das mit Aufrüsten? Wir brauchen ja jetzt auf jeden Fall gleich den Stab. Stun-Effekt. Lässt Stun-Schüsse explodieren, sodass mit einem Schuss mehrere Gegner getroffen werden. Das finde ich, würde ich ja ganz gut finden. Aber ich glaube, wir gehen erstmal zurück und schauen uns mal den Kampf an von Monkey. Fokusattacke. Monkey bündelt die Energie des Stabs zu einer gewaltigen Attacke. Kaufen. Konterattacke. Eine mächtige Konterattacke, die dem Kampf die entscheidende Wendung geben kann. Ich will das auf jeden Fall hier. Drücke Y und B, wenn der Stab nach mehreren Angriffen in schneller Abfolge leuchtet. Okay. Drücke B in dem Moment, in dem Monkey eine Attacke erfolgreich blockt. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwas blocken. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt seine Kampfkünste voll aufgemotzt. Und jetzt gucken wir nochmal, was wir hier an Gesundheit vielleicht noch machen können. Ich hätte einfach hier generell mehr Gesundheit. So viel wie geht. Und können wir möglicherweise noch mehr machen? Schildaufladung. Reduziert die Zeit, die der Schild zum Wiederherstellen braucht. Blockstärke. Ehe er Schaden nimmt. Ja, das nehmen wir auch. Und ich glaube, das war's jetzt. Was wir machen können. Ja, ich glaube, jetzt sind wir an der Grenze angekommen. Das muss jetzt reichen, meine lieben Freunde. Ich bin nicht so weit. Schön, dass Monkey so weit ist. Oh ja. Los. Ich denke, upsala. Sind aber irgendwie viele. Oi, 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 oi. Ich denke, der Trick besteht darin, die irgendwie hier erstmal zu stunnen. So viele wie geht. Und wir stunnen halt natürlich einfach keinen davon. Da hinten haben wir einen gestunnt. Okay. Also der Angriff scheint gut zu sein, den wir da geskillt haben. Ja, ich möchte auch mal was machen.
Nee, in der Mitte sein ist nie gut. Das haben wir ja jetzt schon gelernt. Das ist hier die Superattacke irgendwie. Die zu skillen hat sich wirklich gelohnt. Kann man ja nur sagen. Na. Der mit seinem scheiß Schild. Oh, was ist das? Ich brauche einen Heal. Oh, ich brauche dringend einen Heal. Ich werde bestimmt das Heal nicht mehr kriegen. Aber ich weiß, dass hier ein ist. Ich gebe noch nicht so leicht auf. So, einen haben wir weg. Wenn die so rot leuchten, ne, dann ist irgendwie hier Essig. Jo, das müssen wir nochmal versuchen. Also die eine Attacke hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es wäre wahrscheinlich auch echt gut, wenn wir am Anfang schaffen würden, hier mehrere zu stunnen. Besonders halt die mit dem Schild. Das hat natürlich leider nicht so geklappt. Ah, jetzt ist er sauer. Das sieht ganz gut aus bei diesem Mal. Irgendwie müssen wir den hier... Diesen Schild, die mit dem Schild müssen wir loswerden. Die sind echt ein großes Problem. Nee, und in die Mitte kämpfen ist nie gut. Das wissen wir ja auch nicht erst seit gestern. Fokusattacke. Fokusattacke finde ich wirklich gut. Das ist eine der besten Sachen, die wir bisher geskillt haben, finde ich. Oh, wieso ist er denn so blau? Fokusattacke bereit. Können wir den Schild damit sogar durchbrechen? Das finde ich super. Okay, ich habe gerade gelernt, dass wir mit der Fokusattacke sogar die Schilde durchbrechen können. Oh. Ich müsste nochmal irgendwie das Blocken üben. Und der schießt. Oh, das ist nicht nice. Nee, das ist überhaupt nicht nice. Sieht gar nicht gut aus. Oh, je, je. Nee, ich sehe halt auch nicht, von wo der schießt. Wir müssen uns irgendwie zuerst dem widmen. Ich will mit der Fokusattacke den angreifen, der da schießt. Aber das ist irgendwie so schwierig. Wir haben uns schon besser geschlagen als beim ersten Versuch. Und das mit dem Blocken. Also man kann ja blocken. Aber das mit dem Blocken habe ich noch nicht so raus. Das muss ich ehrlich sagen. Das muss ich mal irgendwann... Ah, das war total dumm.
Ja. Jetzt habe ich wieder Lags. Ich verstehe das nicht, warum ich momentan immer solche FPS-Probleme habe. Leute, nee, es hilft nichts. So, ich melde mich zurück. Ich hoffe, dass ich die Lags jetzt irgendwie im Griff habe. Wir stellen uns noch einmal dem Kampf. Und ja, wir müssen schießen. Wir müssen möglichst versuchen, viele zu treffen. Und wir treffen natürlich einfach gar keine. Ja. Und dann halt so in den Kampf. Was nicht unbedingt gut aussieht für uns. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Ja, ich würde ja gerne irgendwie einen stunnen. Ich festgestellt habe, dass es eine gute Kombo ist. Stunnen und... Fokusattacke und Stun ist halt eine relativ ganz gute Kombo. Die mit dem Schild sind nicht ganz so schnell. Und wir haben irgendwie den... wir haben den Heal eingesammelt. Also gegen die mit dem Schild ist es dann wirklich ganz nett. Diese hier dafür interessiert es nicht so arg. Nee, überhaupt nicht nice. Ich brauche mehr Heals. Ah, der hat mich natürlich voll erwischt. Immer noch sind wir nicht den los, der schießt. Ich will den Heal. Wir werden den... Das wird nichts. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind an die Wand gedrängt und kommen einfach aus der Wand nicht raus. Wir sind festgesteckt. Wir müssen es leider nochmal versuchen. So, meine lieben Freunde, also auf ein neues. Vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Schießen besser. Versuchen wir mal ein bisschen ordentlich zu zielen. Den noch, komm. Ah, das sah doch nicht so schlecht aus. Der Start war vielversprechend. Wir können uns halt irgendwie nicht gegen alle wehren. Nee, ich will Platz haben. Und dann will ich den mit dem Schild loswerden. So, der Stun ist wichtig. Und dann die Fokusattacke. Oh, das war ganz gut. Das lief eigentlich nicht schlecht. Da kommen die nächsten. Wenigstens einen davon können wir erwischen. So. Nein. Oh, da ist schon derjenige, der schießt. Ist der so schnell aufgetaucht? Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist. Das ist mir hier gerade zu getümmelig. Nee, nee, nee. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen irgendwie zu den Heals gelangen.
Ja, ich kann da nichts machen dagegen, dass die Verstärkung rufen. Weil ich hier den einen nicht vom Leib bekomme. Nee, es ist, wir schaffen es einfach nicht, die Verstärkung aufzuhalten. Und das ist halt immer noch der, der schießt. Wir haben den nicht getötet. War ein großer Fehler. Einzigste Methode, die mir jetzt einfällt, ist hier die Heals zu sammeln. Hier ganz hinten die. Heilige Scheiße, der hat ausgewichen. Er ist ausgewichen, meinte ich. So. Mit welchem müssen wir uns jetzt noch anlegen? Dort hinten ist derjenige, der schießt. Okay. Schießt du nur? Wenn du alleine bist, dann kann man das schon mal dodgen. So. Okay, alles klar. Ich glaube, wir haben es geschafft. Meine lieben Freunde. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Es war anstrengend. Ich möchte hier noch ein paar bisschen Munition einsammeln. Und wer weiß, was wir hier noch finden. Ich weiß nicht, was das ist, dieses Grüne. Und, ups. Das können wir nicht einsammeln. Wir sind anscheinend voll. Dann gehen wir mal los. Ja, ich und die Kampfszenen. Aber ich denke, ich box mich durch. Und ihr euch mit mir. So, die Trip macht die Tür auf. Hier waren wir ja schon einmal. Im Ernst? Ich kümmere mich drum? Ich dachte, wir haben es irgendwie mit Kämpfen. Ja, das... Ja, ist ja nicht nur ein Hund. Aber unsere Cloud funktioniert. Ja, wie soll ich mich darum denn kümmern? Das Problem ist, wir werden beschossen und ich weiß nicht, von wo wir beschossen werden. Erstmal würde ich gerne rausfinden, von wo wir da beschossen werden. Werden wir von dem Hund beschossen? Echt jetzt? Nee, wir werden tatsächlich von dem Hund beschossen. Wir können auf der Cloud nicht schießen. Das war mein Problem gerade. Aber das ist natürlich, wenn ich jetzt weiß, dass wir von dem Hund beschossen werden, dann brauche ich auch nicht mehr da flüchten. So. Gucken, wie dem Hund die Fokusattacke... Oh, das interessiert ihn nicht so sehr. Wir müssen erstmal weg. Wow, wow, wow. Ja, wir sind zu nah dran. Wir müssen irgendwie weiter weg. Nee.
Der ist halt voll schnell, der Hund. Ich glaube, der Trick ist, von hier oben aus zu kämpfen. Ja, natürlich müssen wir es dann richtig machen. Wir haben leider eine schöne Fokusattacke verschwendet. Funktioniert das dann auf den? Leider nein. Hier sind leider nicht viele Heals. Mit Heals wurde gespart in dem Level. Wo ist der Hund? Fokusattacke war etwas spät bereit. Ah. Aber wir können das schon schaffen, das ist schon machbar. Es ist schon machbar. Bisschen muss man. Ich suche die ganze Zeit nach einem Heal, aber hier. Hier ist einfach kein Heal. Oh, jetzt wird es aber knapp. Ich glaube, wir können die Fokusattacke immer so bei jedem zweiten Mal einsetzen. Dann müssen wir erstmal wieder flüchten. Ah, irgendwie bin ich hier zu doof, um diese Kugeln einzusammeln. Oh, oh, oh. Und ich glaube, ich sollte jetzt meinen Arsch nicht mehr riskieren für die Kugeln. Weil das wird langsam knapp mit der Energie. Okay, eine Fokusattacke. Attacke. Wir müssen ihn halt im Grunde noch einmal. Einmal noch. Komm. Es sei denn, der Monkey gehorcht mir nicht. Also wird's halt nix. Hm. Come on. Okay, die Fokusattacke. Hol den Hund und schalt ihn aus. Okay. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nice. Oh ne. Wir haben es doch nicht geschafft. Der hat jetzt noch eine zweite Lebensleiste, oder wie? Das ist aber uncool. Oh ja, der hat noch eine zweite Lebensleiste. Wie beim letzten Mal auch schon. Dann müssen wir doch noch ziemlich aufpassen. Hier waren wir ganz gut in Deckung. Ah! Monkey! Monkey, du bist ein Vollpfosten. Oh nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut.
Na, ich hab... No, ich hab keine Stun-Schüsse. Ist nicht wahr. Ja, und wie machen wir den jetzt, wenn wir keine Stun-Schüsse haben? Ich glaube, es gibt auch keine hier. Ich habe nirgendwo was gesehen. Ah, doch, hier. Hier sind welche. Wird langsam eng. Okay, wir müssen jetzt gut aufpassen, dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Okay. Okay, okay, okay. Nee. Ich wollte schon hier oben sein. Wir müssen halt versuchen, ihn mit jedem Mal so viel Leben wie möglich abzuziehen. Ja, wir haben halt wieder keine Stun-Schüsse. Ich hoffe, dass das respawnt. Wenn das hier nicht respawnt, dann doch, es respawnt aber. Also haben wir noch eine Chance. Ich denke, wenn wir ihn dann beim nächsten Mal bearbeiten, müssten wir ihn auch schaffen. Zwei Schüsse haben wir noch. So, wir sind ganz gut in Deckung gegangen. Ach komm, Monkey, geh doch. Monkey! Er hat doch kein Leben mehr. Schöne Attacke ging noch daneben. Oh, wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Der Hund ist erstmal tot. Dieser Hund. Ich weiß nicht, wie viele danach kommen werden. Puh. Ja, gehen wir. Ich will jetzt erst hier die Kugeln sammeln. Die Zeit nehme ich mir. Die Cloud funktioniert plötzlich nicht mehr. Ist interessant, ich dachte, das wäre ortsabhängig. Aber vorhin hat sie halt nicht funktioniert. Beim Hund hat sie funktioniert und jetzt funktioniert sie wieder nicht. Ich wollte jetzt mit der Cloud hier noch schnell die Kugeln sammeln, aber nein, es funktioniert nicht. So gehen wir. Ich weiß gar nicht, wo wir lang gehen müssen. Anscheinend hier. Okay. Wir werden gleich sehen, ob es geklappt hat. Sehr nice. Wir können in den Bunker. Ja, wir haben Trip's Dad gefunden. Leider nicht mehr lebendig.
So, die Trip ist sauer. Sie möchte gerne jetzt Jagd auf diejenigen machen, die dieses Massaker in ihrem Heimatdorf veranstaltet haben. Und wir haben auch Kapitel 9 erreicht. In dieser Folge ist viel passiert. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für die Lags entschuldigen. Aber vom Gameplay habt ihr ja nichts verpasst. Und jetzt genießen wir mal den Rest von der Videosequenz. Nicht alle Griffstellen sind sicher, nichts wie weiter, falls sie nicht halten. Ja, das war ein guter Tipp. Was ist das hier? Das war eine Fabrik. Früher im Krieg haben sie hier Max gebaut. Riesige Max. Und was machen wir hier? Wir suchen jemanden. Wen? Einen alten Freund meines Vaters. Er ist hier zu Hause. Er kann uns vielleicht helfen. Wenn er noch am Leben ist. Wir suchen jemanden. Ja, das ist interessant. Schauen uns hier nochmal um eben. Sieht alles ein bisschen schlammig und rostig aus. Und mit dieser kleinen Information, dass wir jemanden suchen, verabschiede ich mich von euch für diesen Part und freue mich schon auf den nächsten. Eure Kalugia. Tschüss und bye bye.